immer noch eingefroren. Hör auf, eingefroren zu sein. Das schickt sich nicht für eine junge Dame. So. Den Waldläufer. Unbedingt diesen doofen Waldläufer. Weil der läuft die ganze Zeit im Wald rum. Ist ja auch nicht in Ordnung. Muss ja auch mal einer... Einer muss ja mal auf den Tisch hauen hier und sagen, dass das so nicht geht. Und dieser jemand bin offenbar ich. Jetzt. Warum nimmt er denn keinen Schaden? Der jetzt nimmt er Schaden von einem kritischen Treffer. So, nochmal einfrieren, wenn es geht. Es geht. Und den Stuhl hat er gleich mit eingefroren. Ja, super. Das ist ja mehr, als man sich wünschen kann, ja auch noch den Stuhl einzufrieren. Und sie geht gleich über von eingefroren zu gelähmt. Das ist natürlich auch ein guter Wechsel. Au. Doppelau. Lass das. Hör auf. Dass sie sich immer wehren müssen. Das ist echt schlimm mit dieser Wehrerei. So, kannst du ihn jetzt aus den Klöten kloppen? Nicht wirklich. Dann schieß ihn mal aus den Klöten. Komm schon, ein Treffer noch. Jawohl, der ist hinüber. Sehr gut. Und du? Willst du wieder dein Eis einsetzen? Ich müsste mal jemanden heilen da oben. Ich müsste mal jemanden heilen. Wo ist sie denn? Da, Ritter Sport. Du brauchst unbedingt ein bisschen Heilung. Du sollst mir bitte nicht sterben. Nicht. Die Punkt liegt auf mich. Yes! Zwei von denen eingefroren. Das wird ihnen wohl eine Leere sein. Es wird ihnen eine tiefe innere Leere sein, in der sie langsam zugrunde gehen. Au. So, jetzt hat euer letztes Stündlein geschlagen. Behaupte ich mal. Wer ist denn hier am meisten, am ehesten? Das sind noch vier. Warum sehe ich gerade nur drei? Weil der andere sich irgendwo hingeschlichen hat. Egal. Du schießt mal... Ach, da. Schießt mal auf den. Genau, der steht direkt vor dir. Den wirst du gut treffen können. Und du haust dann natürlich mal den da. Ruhig intensiv draufhauen. Der braucht das. Oh, nicht genug Aktionspunkte. Schade, schade. Mehr Eis. Ihr braucht mehr Eis. Ich sehe es euch an. Yeah, der ist weg. Sehr gut. Da kannst du auch gleich noch jemanden heilen. Oh, kannst du doch nicht. Hä? Gerade eben ging das doch noch. Vier Aktionspunkte? Ach, du hast nur noch drei. Na, dann ist Wurst. Jetzt heilen die sich auch noch gegenseitig. Was fällt ihnen ein? Ja, aber ich glaube, die drei werde ich gleich noch fertig machen können. Da habe ich eigentlich keine großen Zweifel. So, du... Hehehe, siehst du, der ist schon mal weg. Und den hauen wir auch noch um. Komm schon, ordentlich. Die sind ganz schön robust dafür, dass das so kleine Wichte sind. Können die einiges vertragen. Das macht es natürlich ein bisschen zeitaufwendiger, sie umzulatzen. Aber der ist schon mal weg. Dafür gibt es nochmal gratis Heilung hinterher. Für dich. So, einer ist noch über, den kriegen wir noch dann. Der hat eigentlich keine Chance mehr. Ja, der wehrt sich natürlich noch. Das ist so eine Wehrerei mit dem immer, aber... Zack, das hat schon gereicht. Auf Wiedersehen, doofer Arschgoblin. Puh. Ach, du bist noch gelähmt. Ja, natürlich, klar. So, heil mal sie. Ziel zu weit entfernt. Ja, dann kommt doch alle mal ran. Stellt euch doch alle mal ganz nah aneinander, haltet euch bei den Händen und singt Kumbaya, mein Lord. Und heilt euch bitte eine Runde.
Und seht ihr diesen Pfeil da? Seht ihr den Pfeil? Anselm Amsel, unser treuer Nahkämpfer, ist sogar ein Level aufgestiegen. Weil er es kann. Einfach nur, weil er es kann. Nicht, weil er es sollte oder muss oder weil es gut für ihn wäre, sondern nur, weil er es kann. Er ist halt ein Mann von Prinzipien. Die kleine Heilorgie hier noch. Und ich höre schon wieder Stimmen irgendwo. Von hier oben. Ach, guck mal, Orks. Ob ich gleich zu denen hochkomme? Das wäre ja was. Hier ist noch ein paar Gegner und da geht noch eine Dings rüber, okay. Da werde ich mich gleich drum kümmern. So, du bist voll, du bist nicht ganz voll. Du bist gleich voll, hoffe ich. Du bist auch noch nicht ganz voll. Ich hoffe sehr, ich finde bald einen Blutstein, damit ich Anselm von seiner bösen Fäulnis heilen kann. Jedenfalls bin ich ziemlich sicher, dass er im Blutstein das macht. Von der Fäulnis heilen. Guck da, ein Gegner lungert da noch rum. Einer, so ein Gepanzerter. Na, der wird sich wundern, dass seine Kollegen schon alle hinüber sind. Wie sammeln wir hier noch die Reste ein? Geht ja gar nicht anders. Hier noch eine Schuppenrüstung, da noch ein scharfes Hackebeil. Gefäße sind hier auch noch. Ein leerer Korb. Oh, ein Korb, der gar nicht leer ist, sondern da ist... eine Angel. Wollen wir ein bisschen angeln gehen? Was ist das denn? Ach, Erz! Ah, da kannst du rumhacken und Erz abbauen. Ja, ja, ich sehe es. Silbererz. Oh, Silber ist bestimmt wertvoll. Da baue ich gleich noch mehr ab. Gib her. Das ist wahrscheinlich schwer, aber gib her. Das ist sehr schwer. Mehr baue ich nicht ab. Ich muss mal einen Händler finden, der ungefähr 800.000 Gold hat, damit ich alles, was ich habe und nicht mehr brauche, verkaufen kann. Mal sehen, vielleicht finde ich sowas ja noch. Leitfaden für Abenteurer Band 877. Zeig mal hier. Was steht denn da drin? Rezept freigeschaltet. Hier ein Trick, den ich von einem Buchbinder gelernt habe. Abgekochtes Leder ist besonders hart. Mehr muss ich wohl nicht verraten. Könntest du aber. Du könntest mehr verraten. So, wir können hier noch einen Punkt in Stärke investieren, ne? Sicherlich. Komm. Und hier möchtest du unbedingt in Waffenknecht. Genau, du willst um die Stufe in Waffenknecht aufsteigen. Und möchtest noch einen in Willenskraft investieren. Genau. Ja. Ich habe sogar noch einen verfügbar, aber das auf einhändig müsste ich dem nächsten Mal wieder. Du könntest natürlich auch auf Charisma noch einsetzen. Ich habe immer so Pech bei diesen, bei Schmeicheln, Einschüchtern und Argumentieren. Da setze ich mal einen drauf. Dann ist er besser bei solchen Sachen. Und, was wollte ich sonst noch? Genau, Quick Save, auf jeden Fall. So in etwa. Und dann wollen wir uns dem netten Herrn da hinten doch nochmal vorstellen. Guten Tag, netter Herr da hinten. Gepanzerte Goblin-Wachen. Du hast was gesehen. Du bist ja ein ganz aufmerksamer. Da sind gerade Blätter im Weg. So ist besser. Der hat uns tatsächlich gesehen. Mann, der ist da. Der ist richtig, der ist ein kleiner Späher, ist der. Genau. Hat der mich doch erspäht. Ja, genau. Kotz ruhig ein bisschen in deine Rüstung. Vom Geräusch her klingt das so. Oh, ihr Bogen ist beschädigt. Den muss ich gleich mal reparieren lassen. Immer diese Blätter, die sich da in den Weg... Wenn die Kamera immer quasi dahin zentriert, wo ich sie überhaupt nicht haben will, finde ich sehr, sehr gut. Das macht ein Spiel herausragend. Wenn das Spiel besser weiß, wo die Kamera sein soll, als ich. So, da ist natürlich noch ein bisschen Kram abgefallen.
Käse. Leckerer Käse. Und leere Körbe. Und eine leichte Heilung sollte da noch mal kurz drin sein. Und darüber hinaus nichts weiter. Ach so, richtig. Ich wollte ihren Bogen reparieren lassen. Der geht aber auch so leicht kaputt. Das ist ja echt schlimm. Reparieren. Sehr gut machst du das. Und einmal zurückschicken. Zack. Was folgt, ist ein Quicksave. Das ist ja wohl mal klar. Und da sind schon wieder Gegner. Goblin-Säbel-Rassler. Na dann, rassel doch mit deinem Säbel. Stop. To us. Was hat er hier? Ist etwas Schleimiges? Ich bin doch wohl nicht schleimig. Wenn, dann bist du schleimig. Oh, da kommen noch mehr. Insgesamt 3 an der Zahl. Das geht ja. Ja, kommt doch alle her. Kommt doch alle her. Ich habe genug Pfeile für euch alle. Und nochmal. Und nochmal. Und der nächste Pfeil ist natürlich auch noch für dich. Hehe, einer schon mal weniger. Und du da hinten kriegst Eis. Ziel ist zu weit entfernt. Na dann muss ich die Runde beenden und auf dich warten. Du musst du näher rankommen, sonst kannst du kein Eis kriegen. Das war jetzt sehr nah dran. Ich dachte, ein bisschen weiter weg wäre schon auch noch okay. Aber egal. Komm hier. Elendes Goblin-Pack. Obwohl, vielleicht sind Goblins ja gar nicht so schlecht. Ich kenne sie ja bisher nur dadurch, dass sie mich immer angreifen. Vielleicht sind sie außerhalb der Angriffe ja, ja super freundlich und so. Und ich tue ihnen Unrecht, indem ich sie als elendes Goblin-Pack beschimpfe. Aber damit muss dieses elende Goblin-Pack dann halt leben. Kann ich ja nichts für. Weißt du was? Ein Blitzstrahl kriegst du auch noch hinterher. Hätte sich da jetzt nicht hin teleportieren müssen, das war kontraproduktiv. Warum hat er da Feuer auf den Boden gezaubert, anstatt das auf meine Leute zu zaubern? Das war jetzt nicht so super clever von dem, aber gut für mich. Jeder Fehler, den der Gegner macht, ist natürlich gut für mich. Kannst du den rammen? Ja, kannst du. Puff. Triffst du den von hier? Nein, natürlich nicht. Dann gehst du mal dahin. Von da wirst du ihn treffen. Solltest du ihn treffen. Jawohl. Da kann er da hinten mystizieren, der Goblin-Mystiker, so viel er will. Der kriegt jetzt aufs Maul. Oh, voll die Palisade da hinten zerdeppert. Cool. Und jetzt will der auch noch abhauen, der Feige. Na, warte. Na, warte. Narwale. Was? So. Du kannst gar nicht von mir entkommen. Du hast gar keine Chance. Chance. S-C-H-O-N-K-S. Nochmal Eis. Vielleicht friere ich ihn hier ein. Oder es bringt ihn gleich um. Ah, es bringt ihn gleich um. Sehr gut. Das ist immer das Beste. Da liegt noch Gold rum. Das wollen wir auf keinen Fall vergessen, weil Gold sehr, sehr lecker ist. Das streuen sich manche Leute ja sogar auf die Currywurst. Dann natürlich das obligatorische Heilen, dass alle auf einem Level wieder sind. So, so. Und die ist auch noch ein bisschen angeschlagen, ne? Die auch? Nö, sie ist noch voll dabei. Aber Rittersport muss sich natürlich wieder irgendwas einfangen. Das ist immer wieder typisch.
Quick Save. So, der Weg gabelt sich natürlich wieder. Rechts oder links? Rechts gehen hier Hängebrücken weiter und das sieht wichtig aus. Was ist hier links? Ist quasi ein Umweg, der zum selben Ziel schlussendlich führt. Die Frage ist, was davon ist besser? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Nicht die geringste. Ha. Ich versuch's erstmal hier rechts, weil ich hier irgendwie und so. Hallo? By your serpent's tongue, I question nothing. Ich kling. They're gearing up for something explosive. Mhm. We could ask Dreis. You! Stop! Guten Tag, die Herrschaft. Ah, ich dachte, ich könnte ja schon meinen ersten Angriff starten, bevor sie reagieren, aber... Oh, shit! Habt ihr euch gerade selbst abgefackelt? Leute, was sollte das denn? Ich dachte schon so, oh, wenn ich auf die Ölfässer da schieße mit was Explosivem, dann könnte ich die vielleicht anzünden. Das haben die selber gemacht. Die haben ihr eigenes komplettes Lager und sich selbst abgefackelt. Diese Trottel. Selber schuld. Selber schuld. Ja, die erleichtern mir natürlich meine Arbeit sehr dadurch. Das finde ich gut. Das finde ich echt sehr knorke von denen. So, normaler Pfeil. Eulenpfeil. Ich nehme mal den Eulenpfeil. Er hat es gebracht. Eis. Eis ist immer gut. Genau. Kommt, macht ihn fertig. Der ist eingefroren. Der kann sich gar nicht mehr wehren. Könnt ihr einfach so drauf rumpacken auf den hilflosen Wesen. Weil ihr bösartige Monster seid. Zack. Geschafft. So, irgendwas sagt mir, dass wir dieses Feuer mal löschen müssten. So in etwa. Und dann natürlich auch noch die Feuerschäden einmal heilen, die die Leute erlitten haben. Aber haben sich diese doofen Goblins alle selber abgefackelt? Das ist natürlich... ja, sind halt Goblins. Was willst du von denen erwarten? Sind halt nur Goblins. Ohne jetzt irgendwas gegen Goblins sagen zu wollen, aber es sind halt nur Goblins. Jawohl, so, was haben die fallen gelassen? Einmal Lederarmschienen. Oh, oh, oh. Seine Waffe ist beschädigt. Ritter Sport, walte deines Amtes. Als Repariermeister der Gruppe. Zack. So, was habt ihr sonst noch? War das alles, was hier übergeblieben ist? Ach ne, da sind noch Pfeile. Guck mal, die musst du mit einsammeln. Jetzt heb den halt auf. Oh, dein eigener Bogen ist auch beschädigt. Man sieht hier in der dunklen Wolke irgendwie nicht so viel. Das ist, glaube ich, das... wenn hier was liegt, sieht man es halt nicht. Egal, ich wollte hier eigentlich nochmal gerne durch. Kann man hier einfach dran vorbeilatschen. Die haben extra so eine Palisade gebaut, aber da kann man einfach dran vorbeilaufen. Das ist natürlich ganz hervorragend. Clever gemacht, das Ganze. Nichts. Heiltrank. Nichts. Nichts. Ah, wie schön. Da muss auch mal nichts drin sein. Da könnte man noch irgendwas abbauen, aber das will ich jetzt gar nicht. Weil meine Leute eh schon wieder ewig und 3 Tage überladen sind. Hier sind die Reste der zerstörten Hängebrücke. Ach, und da oben ist dieser Wüstendings, wo der böse Wüstenwind hier rumwüstet. Das ist eine Wüste-Angelegenheit. Da müssen wir demnächst auch noch hoch.